Hallo liebe Leute, ich hoffe es geht euch gut. Falls ihr zu den Leuten gehört, die nach einem Windows 10 Update Speichermangel haben, dann habe ich in diesem Video heute genau das Richtige für euch und ich würde sagen, fackeln wir nicht lange, legen wir direkt los nach dem Intro. Es kann sein, dass Windows 10 bei einem Update eine Kopie seiner selbst anlegt und die könnt ihr auch händisch einfach nicht so leicht löschen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch am Bildschirm. Okay, also ich habe jetzt folgendes Problem. Abgesehen davon, dass ich generell zu wenig Speicher auf meinem PC habe, habe ich tatsächlich jetzt das Problem, dass ich auf meinem Hauptlaufwerk nicht mehr genug Speicher habe. Das sehen wir am besten, wenn wir hier auf dieser Computer klicken und dann sehen wir, das hier ist die Hauptfestplatte, da ist mein System drauf. Und das ist ziemlich voll. Das hier ist eine Speicherkarte, die müsste ich auch mal gleich leer schmeißen. Und ansonsten brauche ich generell mehr Speicher, wie das aussieht. Jedenfalls ist hier unter Laufwerk C ein Ordner, der heißt Windows Old. Und wenn wir mal gucken, wie groß der ist, dann dauert das eine Sekunde. Der ganze Ordner hier ist 17,7 GB groß. Das ist nämlich eine alte Windows-Version, die gespeichert wurde, als ich das Update aufgespielt habe zur neuen Windows-Version. Das war am 28.08. Heute haben wir den 6.09. Und weil ich den Speicher jetzt brauche und ich hier nicht vorankomme, würde ich das gerne löschen. Allerdings kann ich den hier einfach über Rechtsklick löschen. Dann sagt er mir nämlich, dass der Ordnerzugriff verweigert wurde und ich weitere Berechtigungen benötige. Das ist scheiße und funktioniert nicht, deswegen nehmen wir einen anderen Weg, den ich euch fast schon mal gezeigt habe. Und zwar gehen wir unten auf Start, auf Speicher, Einstellungen. Und dann haben wir hier oben die Speicheroptimierung, die wir einstellen können, die automatische. Das habt ihr im besten Fall schon gemacht. Und da ihr jetzt Platzprobleme habt, sagt ihr einfach, konfigurieren Sie die Speicheroptimierung oder führen Sie den Vorgang jetzt aus. Und das machen wir jetzt einfach mal. Klicken wir hier drauf. Wenn wir ganz nach unten scrollen, sehen wir hier jetzt Speicherplatz freigeben. Und hier können wir auch anklicken, vorherige Windows-Version löschen. Die brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja jetzt die aktuelle. Generell würden die automatisch nach 10 Tagen gelöscht, aber wir möchten sie jetzt haben. Also sagen wir, jetzt bereinigen. Ich glaube, ich mache mir Kaffee in der Zeit. Okidoki, Speicherbereinigung ist abgeschlossen. Das Ganze hat jetzt ungefähr 5 Minuten gedauert. Ich habe mir einen Kaffee gemacht in der Zeit. Also alles halb so wild. Schauen wir mal kurz in den Ordner rein. Der Windows-Ordner Windows Old ist verschwunden. Und jetzt schauen wir nochmal hier auf dieser PC. Hier haben wir jetzt 23,9 GB frei. Und das ist schon mal besser als vorher. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, brauche ich tatsächlich mal eine echte Speicherplatte für meine Videos. Denn wenn wir mal kurz hier schauen, unter Schneiden, auf C liegen alle meine aktuellen Projekte, die ich habe. Und das sind ungefähr, gucken wir mal kurz rein, 92 GB. Das ist ziemlich heftig für eine Systemplatte. Und deswegen brauche ich tatsächlich eine weitere Platte zum Schneiden von Videos. Ihr braucht das aber allerdings, denke ich, glaube ich nicht. Ist aber auch egal, wollte ich euch nur kurz zeigen. Wenn ihr nach diesem kleinen Video immer noch Speicherprobleme haben solltet, dann schaut gerne nochmal mein Video an zur Speicheroptimierung in Windows 10 oder unter Windows 10. Wie sagt man es? Keine Ahnung. Ist auch völlig egal. Oder ihr erwägt vielleicht den Kauf einer neuen Festplatte. Links dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Und wir sehen uns hoffentlich und garantiert im nächsten Video. Ich sage, haut da rein. Bis dahin. Ciao.